Abend, Ralf. Hör mir, du liest? Ja. Ja, ich kann wieder lesen. Seit wann kannst du denn wieder lesen? Irgendwie. Willi, was ist passiert? Ach, nichts Schlimmes. Ich bin beinahe eben draufgefahren. Ja, und da musste ich scharf abbremsen. Und dann bin ich mit dem Kopf gegen den Rückspiegel geknallt. Nichts Schlimmes. Du hattest einen Unfall? Beinahe. Warst du beim Arzt? Oh, halb so schlimm. Weißt du, dass Irmi wieder lesen kann? Ja, ja, ich weiß. Jetzt braucht mir Ralf nicht mehr vorzulesen. Irmi, du sagst das, als wäre mir das schwer gefallen. Keiner liest gern dasselbe Buch immer wieder vor. Ich muss eingeschlafen sein, als Ralf mir vorgelesen hat. Als ich wieder aufwache, ist er nicht da. Ich sehe das Buch aufgeschlagen. Ich nehme das Buch und fange ganz selbstverständlich an, das nächste Kapitel zu lesen. Erst nach dem zweiten Satz ist mir plötzlich klar geworden, dass ich wieder lesen kann. Bald kannst du bestimmt auch wieder gehen. Gehen? Nein. Darüber mache ich mir keine Illusionen. Schlaf jetzt, Irmi. Gute Nacht. Danke, Ralf. Sag nicht immer Danke. Du? Ja? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber das macht doch nichts. Das ist doch ganz normal heutzutage. Das passiert mir auch öfters. Du, Gerd? Gerd? Wie kommst du jetzt auf Gerd? Also, da ist mir neulich was ganz Ähnliches passiert. Da ist mir für einen Moment mein eigener Name nicht mehr eingefallen. Quäl dich nicht, Willi. Ich quäl mich aber. Manchmal wünsche ich, alles wäre rausgekommen. Man hätte mich verurteilt. Und ich? Mich hätte man dann in ein Pflegeheim gesteckt. Jimmy. Du hast doch deinen Bruder. Ich will aber dich. Dich. Wo willst du denn jetzt noch hin? Leg dich doch lieber ins Bett. Nee, du, ich muss jetzt doch zum Arzt. Ich habe solche Schmerzen. Soll ich dich hinfahren? Ach, lass nur. Ich will nicht, dass Irmi allein im Haus bleibt. Willi, weißt du, wie spät es ist? Du, ich muss dich unbedingt sprechen. Komm rein. Wie siehst du denn aus? Ach, du hast Besuch? Das tut mir jetzt leid. Dann störe ich lieber jetzt nicht. Ich wollte eh gerade gehen. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen jetzt den Abend verderbe. Ich komme ein andermal. Ich rufe dich an, ja? Morgen? Okay, morgen. Und falls ein Mann dran ist, leg einfach auf, ja?
Ich werde es mir notieren. Ciao. Gute Besserung. Du, Josef, nein, sag jetzt nichts. Ich bin nicht böse. Was ist denn passiert? Sieht ja schlimm aus. Jemand wollte mich umbringen. Wer wollte dich umbringen? Vorhin. Du, ich will nach Hause, will gerade in meinen Bus einsteigen, da schlägt mir einer eine Eisenstange auf den Kopf. Wenn mich der getroffen hätte, wenn der mich richtig getroffen hätte, du, ich wäre glatt tot jetzt. Jemand, den du kennst? Der war maskiert mit so einer Wollmaske. Wollmaske? Ja, vermummt. Glaubst du mir nicht? Hauch mich mal an. Da bin ich verrückt. Ich trinke nicht mehr, kein Tropfen. Seit damals. Und, hast du jemanden im Verdacht? Ja, deswegen bin ich ja hier. Und wen? Du kennst doch den Rechtsanwalt Frank. Doch, doch, ich erinnere mich an Sie. Willi Schumann, Privatdetektiv. Helga, ich brauche bitte mal die Akte Lederle. Sie haben damals für den Nebenkläger ermittelt und dadurch das Verfahren gegen Lederle überhaupt erst in Gang gebracht, richtig? Ich habe meinen Beruf ausgeübt. Ja, und in dem Fall sogar sehr erfolgreich für Sie. So, bitte. Danke. Danke, das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Fräulein. Aber gern geschehen. Waren Sie damit eigentlich mal beim Arzt? Ich habe mich selbst verarztet. Was kann ich denn nun für Sie tun, Herr Schumann? Lederle hat ihm Rache geschworen. Ja, er hat mir über einen entlassenen Mithäftling ausrichten lassen. Früher oder später wird ich dafür bezahlen. Ich habe diese Drogen natürlich erst nicht ernst genommen. Jetzt muss er sie aber ernst nehmen, Sie, ne? Lederle, er ist doch gemeingefährlich. Der hat doch damals bei seinem Banküberfall sogar geschossen. Ja, ich finde es ein Wahnsinn, dass der nach knapp 4 Jahren schon wieder frei rumlaufen kann. Ja, und ich finde, dass 4 Jahre eine lange Zeit sind, um nachzudenken. Also Lederle hat sich in der Haft nur zu seinem Vorteil entwickelt. Sonst wäre er auch nicht vorzeitig auf Bewährung freigekommen. Wollen Sie eine Kopfschmerztablette? Ach, nein, nein, danke. Ich habe schon 2 Intus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wegen einer so dummen Rachegeschichte seine Bewährung riskiert. Das glaube ich nicht. Du hast dich damals für ihn eingesetzt und ihn vorzeitig aus dem Knast geholt. Jetzt kann es dir auch nicht egal sein, was er in Freiheit treibt. Gut. Ich rede mal mit ihm, ja? Danke. Und sagen Sie bitte dem Lederle, dass ich persönlich nicht das Geringste gegen ihn habe. Danke, Josef. Tschüss, wir sehen uns, Willi. Auf Wiedersehen, Herr Schumann. Auf Wiedersehen, Herr Frank. Tja, Josef, das ist ein wirklicher Freund. Helga, bringen Sie Herrn Schumann bitte zur Tür. Danke. Sag mal, ist das wirklich ein Freund von dir? Ja, Freund, Kollege. Na, was denn nun? Mehr Freund oder mehr Kollege? Willi ist ganz in Ordnung, auch wenn er es manchmal nicht so genau nimmt. Naja, er hat mal wegen illegaler Lauschangriffe vorübergehend Schwierigkeiten bekommen. Dann hat er einen schweren Verkehrsunfall mit seiner Frau. Sie erlitt eine Gehirnblutung, seitdem ist sie im Pflegefall. Und er hatte Schuld daran? Nein, ein LKW-Fahrer. Der ist mit seinem Laster auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Genau in Willis Auto. Aber Willi hat seine Frau mit dem beschädigten Wagen in die Uniklinik gefahren. Das haben sie ihm zunächst als Fahrerflucht ausgelegt. Doch das Gericht hat die Notwendigkeit des Transports der Schwerverletzten anerkannt. Aber mit der Versicherung streitet er bis heute. Sag mal, es könnte doch auch ein missglückter Raubüberfall gewesen sein. Oder eine Verwechslung. Oder eine Feindschaft. Sowas ist doch bei einem Privatdetektiv nicht unmöglich. Mit einem Wort, Lederle kommt für dich nicht in Frage. Gleich zurück, ja? Bleib schon hier. Ja. Hallo, Max. Tag, Dr. Frank. Guten Tag. Guten Tag. Ist Ihr Vater da? Ja, in der Werkstatt. Wie geht's ihm denn? Er arbeitet wie ein Wahnsinniger, Tag und Nacht. Ist nicht zu bremsen. Reden Sie mal mit ihm. Sagen Sie ihm, dass er sich ein bisschen schonen soll. Thank you.
Da, Herr Lederle. Ach, das ist ein Ding. Mein Rechtsanwalt. Ist aber eine Überraschung. Eine gute Überraschung? Ich wollte nur mal sehen, wie ihn die Freiheit so bekommt. Betty, trinken Sie was mit? Ach nein, danke. Herr Dr. Frank. Tag, Frau Lederle. Ich wollte nur mal rasch nach Ihrem Mann schauen. Seit seiner Entlassung schuftet er wie ein Pferd. Ja, ich habe auch einiges nachzuholen. Bring uns doch mal ein kaltes Bier. Na, und? Sie kommen doch nicht nur, um hier mal vorbeizuschauen. Erinnern Sie sich eigentlich an Willi Schumann? Und ob ich mich erinnere, Willi Schumann, dieser Auswurf. Wegen ihm habe ich doch 4 Jahre meines Lebens verloren. Ist was mit ihm? Er ist niedergeschlagen worden mit einer Eisenstange. Ach, das ist aber ein Ding. Mordversuch? Möglicherweise. Wird wohl jemand einen Grund gehabt haben. Hätten Sie denn Grund, Willi Schumann zu hassen? Sollte ihm was zustoßen, dann werde ich ihm ganz bestimmt keine Träne nachweinen. Sie auch? Nein, danke, für mich nicht. Vielen Dank. Trotzdem, auf die ausgleichende Gerechtigkeit. Sagen Sie, stimmt es eigentlich, dass Sie Schumann über einen entlassenen Häftling mit Rache gedroht haben? Woher wollen Sie das wissen? Herr Schumann war bei mir in der Kanzlei. Ja, das ist richtig. Aber das ist mindestens 3 Jahre her. Damals hätte ich ihm ja vielleicht noch was antun können. Aber heute... Was ist heute? Heute habe ich doch längst eingesehen, dass ich ganz allein an allem schuld bin. Eine Frage noch, Herr Lederle, nur so zur Sicherheit. Wo waren Sie gestern Abend um 11? Das ist aber wirklich ein Ding. Sie trauen mir sowas zu? Ja, das ist genau die Frage, die man Ihnen stellen wird, wenn Schumann zur Polizei geht. Gestern Abend um 11 waren wir bei den Judemeisterschaften in der Stadthalle. Das können Ihnen mindestens 10 Leute bestätigen, falls Sie uns nicht glauben sollten. Natürlich glaube ich Ihnen. Das klingt ja richtig erleichtert. Na, wundert Sie das? Hallo. Hallo. War irgendwas? Ja, Herr Matula hat angerufen. Herrn Schumann ist irgendwas passiert. Ach je, was Schlimmes? Ziemlich offenbar. Hier ist die Adresse, die Herr Matula durchgegeben hat. Wissen Sie was Näheres? Nein, auch nicht, aber Sie möchten so schnell wie möglich vorbeikommen. Ja, ja, ich fahre gleich mal hin. Vergessen Sie nicht den Termin mit Herrn Dr. Dürre. Richtig, rufen Sie ihn bitte an, er möchte eine Stunde später kommen, wenn es geht. Ja. Das sieht ja gut aus. Ja, irgendjemand hat da an den Bremsleitungen herum manipuliert, ganz eindeutig. Herr Frank, sagen Sie, der Lederle, der hat doch noch die Werkstatt. Also, um eine Bremsleitung zu beschädigen, dazu braucht man keine Werkstatt. Das kann jeder, der ein bisschen was davon versteht, auch nebenbei am Straßenrand machen, oder? Naja, so eindeutig ist das gar nicht. Die Kiste ist doch total durchgerostet. Da kann es auch sein, dass eine Bremsleitung bricht. Außerdem hat das Ding seit Jahren keinen TÜV gesehen. Ach, da hat doch bis jetzt auch immer gebremst. Aber wenn es verrostet ist, dann ist das Zeug mürbe. Vielleicht sollten Sie ja doch mal zur Polizei gehen. Sie meinen, ich soll um Personenschutz bitten? Ach, die lachen mich doch aus. Die haben doch nicht mal genügend Leute, um die hohen Tiere da zu schützen. Gibt es eigentlich irgendetwas, was Sie vor der Polizei verbergen wollen? Nicht im geringsten nichts. Ich will nur nicht, dass meine Frau irgendetwas davon mitkriegt. Solche Aufregungen, die bringen sie um. Die alte Karre. Die gehört schon längst auf den Schrotthaufen. Hier. Oh, mein Schädel zerspringt. Hoffentlich keine Gehirnerschütterung. Was sagt denn der Arzt? Ich war noch nicht mit dem Arzt. Was? Wieso? Ich dachte, du wolltest... Ich war noch nicht. Ganz schön leichtsinnig. Es war Absicht. Wie was?
Absicht. Du, davon darf aber niemand etwas erfahren. Ja, du darfst es niemandem erzählen, vor allem Irmi nicht. Da musst du mich drauf verlassen können. Ja, ja, natürlich. Wovon denn? Man versucht, mich umzubringen. Blödsinn. Wer versucht das? Keine Ahnung. Wer könnte dich denn umbringen wollen? Ich weiß nicht, was man von mir will. Hör zu, Ralf. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie du mit deiner Schwester allein fertig wirst, falls mir etwas zustößt. Ja? Also, ich will nicht, dass sie in ein Pflegeheim kommt. Deine Schwester muss hier in eurem Haus, in unserem Haus bleiben können. Mit dir, das musst du mir schwören, Ralf. Das brauche ich dir nicht zu schwören. Hallo? Gestapo Schumann, die Schnüffelratte. Ja? Willi Schumann, du Auswurf, du wirst sterben. Wer sind Sie? Du wirst für alles mit dem Leben bezahlen. Hallo Sie? Legen Sie nicht auf. Bitte sagen Sie mir... Hallo? Kennst du die Stimme? Nie gehört. Ja, bisher habe ich immer gehofft, es ist doch eine Verwechslung. Hoffentlich hat sie nichts gehört. Irmi, haben wir dich geweckt, mein Engel? Hm? Wie ging's dir heute? Wer ist er? Ist er vom Roten Kreuz? Das ist Ralf, dein Bruder. Fragt sie ihren eigenen Bruder, ob er vom Roten Kreuz ist. Naja, man wird sie in ein Pflegeheim stecken, wenn es mich mal nicht mehr gibt. Noch gibt es dich ja. Sag mal. Was siehst du eigentlich da hinten? Jetzt sehe ich schon Gespenster. Ich habe gerade geglaubt, wir werden verfolgt. Bin kein Held. Nie gewesen. Habe ich auch nie behauptet. Ich trage auch nie eine Waffe. Und gefährliche Aufträge, die lehne ich grundsätzlich ab. Arbeitest du gerade an einem Fall? Nee, zurzeit ist Windstille. Was war denn dein letzter? Nichts Besonderes. Reine Routine. Ehefrau möchte wissen, ob ihr Mann sie betrügt. Und tut das? Na, was denn sonst? Machst du mit wem? Willi Schumann, private Ermittlungen. Oh. Sieht ja aus wie im Elektronikladen. Oh, 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 Josef. Du, das geht aber nicht. Du kannst dich ja nicht in meinen Akten rumwühlen. Willi. Wir haben verabredet, dass wir deine Fälle durchgehen. Ja, schon, aber... Naja, du weißt schon, ne? Schon mal was von Diskretion gehört, hm? Datenschutz.
So viel Berufsmoral bei dir macht mich misstrauisch. Na, glaub's mir, in den Akten da findest du absolut nichts. Ich habe ja längst schon selbst alle Fälle durchgesehen. Nichts. Nicht der geringste Anhaltspunkt. Nur Kleinkram. Willi. Du, wenn ich dir sage. Auch das noch. Rechnungen, Rechnungen. Kannst du mich für ein paar Minuten alleine lassen? Eine Klientin. Bitte da hinein. Guten Morgen, Frau Faltermeier. Was bedrückt Sie, gnädige Frau? Horst. Horst hat doch eine Geliebte. Ich spüre das. Ich spüre seine Untreue. Ich habe aber Ihren Mann 3 Tage lang permanent observiert. Und wie Sie es ausdrücklich wünschten, mit jeder Person, die er getroffen hat, fotografiert. Hier, wenn Sie die Fotos noch mal sehen wollen, bitte hier. Auf keinem Bild ist Ihr Mann mit einer Frau. Nein, 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 ich bin mir absolut sicher, Ihr Gatte betrügt Sie nicht. Was auch, wenn ich das sagen darf, bei einer Frau wie Ihnen kein Wunder ist. Sie sind ja ein Charmeur, Herr Schumann. Sind Sie verheiratet? Ja. Und Sie lieben Ihre Frau sehr? Ja. Ich liebe meinen Mann auch. Und ich wollte Sie bitten, ihn noch einmal 3 Tage im Auge zu behalten. Oh, 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 gnädige Frau, ich fürchte, nein, das wird nicht gehen. Leider. So sehr ich gerade jetzt einen Auftrag brauchen könnte. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kollegen empfehlen? Nein. Nein, ich möchte nicht, dass noch andere Menschen von meinen Schwierigkeiten erfahren. Ich schäme mich so. Können Sie das verstehen? Natürlich kann ich das verstehen. Seltsam. Zu Ihnen habe ich Vertrauen. Sie wirken auf mich so beruhigend. Ihnen gegenüber kann ich mich geben, wie ich bin. Jetzt machen Sie mich aber wirklich verlegen. Ich warte lieber, bis Sie wieder Zeit für mich haben. Danke. Ich habe Ihnen zu danken, Frau Faltermeier. Sag mal, Faltermeier, ist das nicht der Fall, von dem du mir erzählt hast? Josef, nein. Hast du nicht gesagt, dass der Mann eine Geliebte hat? Das war ein anderer Fall, von dem ich da gesprochen habe. Was starrst du mich so an? So, da wären wir. Danke, Josef. Ich glaube, ich fahre nach Hause und schlafe mich mal aus. Gut, schlaf dich aus. Und morgen früh holst du mich ab, ja? Punkt 9 Uhr, okay? Okay, Chef.
Willi, mein Freund. Ach, du spionierst mir jetzt nach. Ich denke, du bist müde. Schlecht. Ich wusste doch, dass bei dir was faul ist. Solltest du nicht Faltermeier beschatten? Im Auftrag seiner Frau? Wofür bezahlt er dich? Komm, ich sag dir's. Nachdem du rausgefunden hast, dass Faltermeier eine Geliebte hat, da hast du das deiner Klientin verschwiegen und hast die Fronten gewechselt. Stimmt's? Mit anderen Worten, Faltermeier zahlt jetzt Schweigegeld. Das ist Erpressung. Und ich lass mich noch von dir einspannen. Freundschaft. Soll ich dir was sagen? Schwarze Schafe wie du sind es, die unseren Beruf immer wieder in Verruf bringen. Komm, spiel hier nicht den Heiligen. Kannst du nicht etwa im Ernst behaupten, hättest nie ein krummes Ding gedreht? Da muss ich dich leider enttäuschen. Erpressung ist für mich das Allerletzte. Josef, das war das erste Mal. Du, ich schwör's dir. Bitte hör auf! Ach, ich bin einfach in der Klemme. Die Behandlung von Irmi, Medikamente. Ja, ihrem Bruder, den fütter ich ja auch mit durch, damit er sie pflegt. Bei der Bank habe ich Schulden. Es ist mir einfach alles über den Kopf gegangen. Ich weiß ja selber, dass es nicht in Ordnung ist. Dann musst du das in Ordnung bringen. Sonst kannst du nicht mehr mit mir rechnen. Und wie soll ich das in Ordnung bringen? Wie viel Geld haben Sie denn schon erpresst? Wenig. Eigentlich viel zu wenig. In den beiden Monaten jedes Mal ein Tausender. Also zusammen unter 2000 Mark. Also es geht mich ja nichts an, Herr Schumann, aber wenn Sie mich schon danach fragen... Ich kann Ihnen eigentlich nichts anderes empfehlen, als die Negative und das erpresste Geld so schnell wie möglich zurückzugeben. Oh. Woher nehmen und nicht stehlen? Bin pleite. Dann nimm Kredit auf. Habe ich doch schon laufen. Dann nimm einen zweiten Kredit auf. Längst versucht. Die geben mir kein Geld mehr. Ich bin nicht mehr kreditwürdig. Wie auch immer, Sie müssen die Sachen so schnell wie möglich zurückgeben. Verstehen Sie das denn nicht? Aber den erpressten Tausender von gestern Abend, den hast du noch. Ja. Okay. Ich leih dir den zweiten Tausender. Unter einer Bedingung, wenn du nicht anfängst, dich zu bedanken oder von Freundschaft zu faseln. Hm? Danke, Josef. Rainer, leih mir mal 1000 Mark. Ich hab Geld auf der Bank. Mehr sogar. Hier. Sehen Sie. Auf dem Foto. Das ist sie. Wer, gnädige Frau? Die Geliebte. Und woher wollen Sie das wissen? Da staunen Sie, was? Ich bin ihm nachgefahren. Und schon erwische ich ihn, wie er sich mit dieser Person trifft. Ja, und wer ist diese Person? Eine gewisse Petra Kroll. Eine Angestellte unserer Hausbank. Ich habe meinen Mann zur Rede gestellt. Er gab alles zu. Er brach den Kontakt zu dieser Person auf der Stelle ab. Sie haben sich also ausgesprochen und versöhnt? Ja, endgültig. Ja, und das war gestern? Ja, gleich nachdem ich bei Ihnen war. Das freut mich aber. Mein Mann und ich, wir wollen uns eine Woche in Tunesien von all den Aufregungen ein bisschen erholen. Ach ja, und das ist für Sie. Ach, für mich? Aber gnädige Frau, ich habe ja gar nichts für Sie getan. Dafür, dass Sie mir immer Ihr Ohr geliehen haben. Danke. Leben Sie wohl, Herr Schumann. Auf Wiedersehen, Frau Faltermeier. Der den Pfennig nicht ehrt. Sie macht uns Konkurrenz. Hast du alles verstanden? Frage. Ja? Wenn sie sich gestern mit ihrem Mann versöhnt hat, dann... Ja, was dann? Na, überleg doch mal.
Warum hat sich Walter Meier von dir erpressen lassen, wenn er sich vorher mit seiner Frau ausgesprochen und versöhnt hat? Gute Frage. Josef, du bist unbezahlbar. Willi Schumann. Was ist da wieder? Du Auswurf. Dein Tod ist nah. Das ist das dritte Mal. Du wirst für alles mit dem Leben bezahlen. Wer hat denn zu dir schon mal Auswurf gesagt? Zu mir? Niemand. Denk doch mal nach, Auswurf. Sowas vergisst man doch nicht. Du, sowas lösche ich doch sofort aus meinen grauen Zellen. Schon aus Gründen der Innenweltverschmutzung. Was ist denn, Josef? Ich habe einen Mandanten drin. Bringen Sie noch einen Kaffee rein? Hier, Frank Schumanns Anrufbeantworter. Hör mal zu. Auswurf. Auswurf habe ich schon mal gehört. Das kann auch ein Zufall sein. Mach nochmal. Willi Schumann, du Auswurf. Dein Tod ist nah. Ganz. Was ist denn das? Was ist das im Hintergrund? Glocken? Kirchturmglocken. Herr Lederle? Ja. Ah, mein Anwalt ist wieder da. Ich wette, es handelt sich wieder um die Schnüffelratte. Irgendjemand hat die Bremsleitungen an Willi Schumanns Auto beschädigt. Das ist ein Ding. Ja und? Wer war's? Wissen Sie das nicht? Ich wette, Sie sind gekommen, um es mir zu sagen. Ich werde Ihnen gerne mal was vorspielen. Musik? Du, was hast du dir bloß dabei gedacht? Ich wollte ihm Angst einjagen, Mann. Ach, und da haben Sie an Schumanns Bremsleitung herummanipuliert, ja? Bremsleitung? Was für Bremsleitung? Blödsinn. Ich habe ihn angerufen, sonst nichts. Als Sie erzählt haben, dass jemand den Schnüffler umbringen wollte, da dachte ich, ich heiz ihm zusätzlich noch ein bisschen. Ja, du bist und bleibst ein alter Kalbskopf, du! Mein Gott, du lenkst doch den Verdacht auf uns! Das war ein Spaß. Ein Spaß, ja. Mann, das ist ein Spaß, der ins Auge gehen kann. Für Sie und noch mehr für Ihren Vater. Mein Vater hat 4 Jahre wegen dem Typen gesessen und ich muss mir von jedem Idioten anhören, dass mein Alter ein Knacki ist. Mensch, Max, überleg doch mal, wenn diesem Schumann jetzt irgendwas passiert. Du stehst doch unter Mordverdacht. Und ich häng doch auch mit drin in meiner Scheißbewährung. Ach, du hast doch wirklich nicht mal alle Tassen im Schrank. Faltermeier? Ach komm, das ist doch nur wirklich unwahrscheinlich, dass Faltermeier wegen 2000 Mark Herrn Schumann umbringen will. Genau. Der monatliche Tausender hat ihn doch überhaupt nicht gejuckt. Eins steht doch fest. Wegen seiner Frau hat er sich nicht erpressen lassen. Da geht es wahrscheinlich um viel, viel mehr. Also ich habe folgende Idee. Zunächst einmal wird Willi den Faltermeier noch einmal erpressen und nein, dann... Nein, Josef. Das möchte ich nicht gehört haben. Nur zum Schein. Trotzdem, Erpressung ist nun mal Erpressung und da mache ich nicht mit. Ich will doch nur feststellen, wie viel ihm sein Geheimnis wert ist. Also ich finde auch, das geht jetzt wirklich zu weit. Ich habe für diesen Monat ja schon abkassiert. Ja, und jetzt noch mehr zu verlangen, das wäre doch einfach unverschämt. Das kann ich nicht. Das ist doch alles kein Kinderspiel. Willi, kannst du mal die Luft anhalten? Und der Faltermeier würde ganz gewiss da auch nicht mitspielen. Halt die Luft an! Da bin ich mir ganz sicher. Sollte Faltermeier tatsächlich bereit sein, weiterzuzahlen, dann wissen wir, dass es einen anderen Grund gibt. Und welche Rolle hast du mir dabei zugedacht? Du rufst Faltermeier in der Börse an, verabredest dich mit ihm und übergibst ihm im Namen von Willi die Fotos und das erpresste Geld.
Rainer, du bist der Seriöse von uns beiden. Komm, Willi, du bist dran. Komm. Du musst jetzt nur noch hochpokern, mal sehen, wie hoch er gehen wird. Was soll ich denn jetzt sagen? Stell dich nicht blöd. Das Ganze ist mir so wahnsinnig peinlich. Rat mal, wem noch? 3, 4, 8, 9, 2. Faltermeier. Ja, Herr Faltermeier. Hier Willi Schumann nochmal. Ach, Herr Schumann nochmal, ja. Wie geht's Ihrer Frau, Herr Schumann? Oh, schlecht. Eben sehr schlecht, Herr Faltermeier. Das ist ja auch der Grund, warum ich Sie jetzt anrufe. Ich bin in der Klemme. Kann ich Ihnen aushelfen? Ja. Na, schießen Sie los. Ich wollte Sie fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass Sie mir den Tausender für nächsten Monat jetzt schon vorschießen. Wenn Sie noch irgendetwas brauchen, dann rufen Sie mich an. Sie sind ja, wie soll ich sagen, richtig menschlich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, unter Menschen. Geben Sie mir die Negative und ich zahle Ihnen eine abschließende Summe von, sagen wir, 4.000. 5.000. Darüber können wir reden. 5.000 monatlich. Monatlich 5.000. Sie machen Witz. Herr Faltermeier, ich habe einen Haufen Schulden an der Bank. Das ist leider überhaupt nicht witzig. Hören Sie, ich biete Ihnen 30.000. Monatlich. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Natürlich nicht. Eine einmalige Zahlung. 30.000 und Sie geben mir alle Fotos und Negativ. Oh, Herr Faltermeier, ich fürchte, nein, das geht nicht. 40.000, das wäre eine diskutable Zahl. 40.000? Sie sind verrückt. Wollen Sie mich ruinieren oder was? Dann auch lieber die 5.000 monatlich. Aber wie lange? Ach, Sie wissen ja, das hängt ganz von meiner finanziellen Situation ab. Aber meine Frau darf nach wie vor nichts davon erfahren, ist das klar? Da kann ich Sie völlig beruhigen. Ach, übrigens, meine, hätte ich es vergessen. Die Adresse von Professor Mandl. Ach, eine international anerkannte Kapazität. Neurologe. Ja. Lassen Sie mal Ihre Frau von ihm untersuchen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielen Dank, Herr Faltermeier. Gut. Alles Gute. Ja. Jetzt ist er bereit, 5.000 im Monat zu zahlen. Ich muss mir diese Fotos noch mal genau anschauen. Die sind bei mir im Büro. Was ist denn das hier? Der mit der Glatze und der Brille? Ja, den habe ich hier nochmal in Größe. Moment. Hier. Ja. Und hier von der Seite. Und hier deutlich von vorn. Kennen Sie den? Keine Ahnung. Nee, kenne ich nicht. Aber ich... Wenn ich nur wüsste, woher... Herr Faltermeier? Ja. Guten Tag, Frank. Wir hatten telefoniert. Hallo, Herr Frank. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Nun, was kann ich für Sie tun, Herr Rechtsanwalt? Sie kennen doch Willi Schumann, den Privatdetektiv. Willi Schumann? Nein, kenne ich nicht. Ich weiß, dass Schumann Sie erpresst. Er hat sich mir anvertraut. Ach, hat er Ihnen vielleicht auch erzählt, womit er mich erpresst? Ja. Mit den Fotos, die er von Ihnen und Ihrer Geliebten gemacht hat. Hier drin sind das erpresste Geld,
die Kontaktbögen, die negative und alle Abzüge von den Fotos, die Schumann während der Bestattung gemacht hat. Ach, und was verlangt er dafür? Nichts. Ich habe meinen Mandanten davon überzeugen können, dass es für ihn besser ist, wenn er diese unerfreuliche Angelegenheit so schnell wie möglich aus der Welt bringt. Herr Rechtsanwalt, Sie ahnen nicht, welche Sorge Sie damit vor mir nehmen. Meine Frau, wenn sie was davon erfährt, verlässt sie mich auf der Stelle. Ich liebe meine Frau. Ich will sie auf keinen Fall verlieren. Mein Mandant hofft nun, dass hiermit die Angelegenheit für ihn aus der Welt ist. Im Grunde tut mir der Willi Schumann leid. Ich habe gleich gemerkt, dass er kein professioneller Erpresser ist, sondern nur jemand, der in Schwierigkeiten ist. Er hat sich richtig geschämt, als er mich ansprach. Ach, kann ich auch was für Sie bestellen? Nein, vielen Dank, ich muss gehen. Sie müssen ja sicher auch zurück zur Börse. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Herr Faltermeier, ich kann doch sicher noch mal auf Sie zukommen, wenn ich noch eine Frage habe. Ich stehe jederzeit für jede Frage zur Verfügung. Bundesbankbüro Warnecke. Warnecke, natürlich. Helga? Ja? Ich brauche mal die letzte Nummer von der Wirtschaftskriminalität. Zweites Regal, ganz links, glaube ich. Warnecke ist Referent beim Direktorium der Bundesbank. Er hat vor dem Untersuchungsausschuss Währungsspekulation aussagen müssen. Bitte schön. Ja, danke. Ich habe da gerade irgendwas drüber gelesen. 171. Ja, hier, Otto Warnecke, richtig, Otto heißt der. Otto Warnecke von der Bundesbank, unter Eid ausgesagt, den Devisenhändler Horst Faltermeier nicht zu kennen. Das hat Faltermeier ebenfalls unter Eid dann bestätigt. Daher weht der Wind. Mit Vorabinformationen aus der Bundesbank über geldpolitische Beschlüsse, zum Beispiel anstehende Stützungskäufe für den Dollar, sind Millionen zu verdienen. Mit der Glatze. Weißt du was?
Der fährt zu Willi. Na, dann solltest du deinen Freund vielleicht mal warnen. Meinst du, was ich hier mache? Kennen Sie mich? Ja, ich erkenne Sie. Ich habe Sie zusammen mit dem Devisenhändler Faltermeier am linken Mainufer fotografiert. Wenn Sie das für immer vergessen, bin ich bereit, Ihnen eine Menge Geld zu zahlen. Hier sind 50.000 in bar. 50.000? Und dafür geben Sie mir die fehlenden Negativstreifen. Okay. Und was ist das da? Das ist der Kontaktbogen. Der kostet einen Tausender extra. Und sollten Sie mit jemandem darüber sprechen, dann müssen Sie mit dem Schlimmsten rechnen. Und ich darf damit rechnen, dass die Anschläge gegen mich jetzt aufhören. Welche Anschläge? Was meinen Sie damit? Ja nun, man versucht seit Tagen, mich umzubringen. Erzählen Sie keine Märchen. Schweigen Sie lieber. Ich habe damit nichts zu tun und ich will nichts davon hören. Auf Wiedersehen. Das heißt... Wiedersehen möchte ich Sie auch nicht, ist das klar? Was hat er gewollt? Ach, nichts Besonderes. Er wollte wissen, wer Faltermeyers Geliebte ist. Wieso? Er hatte den Verdacht, die Geliebte könnte seine eigene Frau sein. Ich konnte ihn diesbezüglich beruhigen. Das ist alles? Mehr war nicht. Willi, willst du mich für dumm verkaufen? Ehrenwacht. Komm zurück. Ich verdrück mich nach hinten. Willi? Thank you.
Bleib stehen! Zu denen? Nein, aber er hat auf mich geschossen. Ich hol mal einen Notarzt. Kennst ihn? Das ist mein Schwager. Du hast unser Leben zerstört. Du warst besoffen, als der Unfall passierte. Irmi hat es mir erzählt. Du. Stimmt das? Mir die meine Schwester weggenommen, du. Was hat er gesagt? Pillen. Die Pillen?